So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting. Heute am Montag, den 1. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen. Und ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil gerade eben haben sich die Ereignisse ein bisschen begonnen zu überschlagen. Ich hatte überlegt, na, wie mache ich denn das jetzt heute mit dem Morning Meeting? Irgendwie, wir haben zwar eine Packed Agenda, also Packed im Sinne von besonders Earnings-Kalender ist relativ voll, aber nichtsdestotrotz, irgendwie mutet das relativ unspektakulär an, eigentlich, was uns der DAX da gerade präsentiert. Also, jetzt wird sich der eine oder andere wundern, guckt auf den DAX-Chart und sagt, unspektakulär, wir stehen über 15.800. Das ist im Grunde genommen Schlagdistanz zu Allzeithochs, also so unspektakulär ist das doch nicht. Naja, also, ich hatte ja relativ simpel eigentlich erst letzte Woche mit meinem DAX-Ausblick am Freitag gehabt. Hat er gesagt, Wochenschluss oberhalb von 15,6 öffnet die Tür Richtung 15,8. Ich bin nicht davon ausgegangen, weil Apple und Amazon hatten mit ihren Earnings am Donnerstag nachbörslich jetzt eher enttäuscht gehabt. Die haben allerdings dann eine sehr starke Reaktion auf diese schwachen Earnings gezeigt. Und jetzt sehen wir eben einen relativ klar bullischen, nicht nur Wochenschluss auch im S&P, sondern dann auch entsprechend bullische Vorgaben im DAX, die die Tür eben in Richtung Allzeithoch öffnen. Und damit wäre es das eigentlich schon wieder gewesen. Aber ich erreichte dann gerade tatsächlich eine Nachricht von einem Bekannten, der schrieb, schau mal hier, das ist ganz interessant, das ist mir so ein bisschen über den Ticker gelaufen, also nicht über den Ticker gelaufen, sondern untergegangen, in meinem Ticker, in Anführungsstrichen. Und dort wird verwiesen auf eine Entwicklung, die aktuell vielleicht sogar zeigt, jetzt wird's hässlich. Also das ist vielleicht der Anfangspunkt eines wirklich ziemlich unangenehmen vierten Quartals, in dem wir uns jetzt bewegen, beziehungsweise in den kommenden 4 Monaten. Das könnte durchaus der Startpunkt sein. Was ich damit meine, darauf werfen wir gleich einen Blick, das wird nämlich auch kombiniert mit 2 anderen Entwicklungen, die ich zwar hier zum Thema gemacht hätte, aber aus rein technischer Perspektive eigentlich eher beleuchtet hätte, die dann vielleicht auch diesen aktuellen Run auf Aktien beziehungsweise diese Underperformance in Gold eben zum Thema machen. Auch da wollen wir einen Blick drauf werfen. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie gewohnt, Confirmation Bias, also dass ich das genau so sehe, wie ich es sehe, damit es mein Weltbild im Grunde genommen bestätigt. Aber ich finde, die Puzzlestücke, die sich dort jetzt ergeben und die Zufälligkeiten, mit denen sich die jetzt präsentieren, muss ich sagen, die lassen nicht viele andere Schlüsse, ehrlich gesagt, zu. Darauf werfen wir gleich einen Blick. Ich habe es jetzt so großartig schwammig gehalten, dass man sich wahrscheinlich denkt, wovon redet der eigentlich? Wie gesagt, wir werden gleich auch detailliert einen Blick drauf werfen. Ich hoffe, dass der Spannungsbogen noch, dass der noch ein bisschen steigt. Bevor wir offiziell beginnen, natürlich hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon setze man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil auseinander. Sobald man dann entscheidet, dass der Handel mit diesen Produkten sich für ihn eignet, findet man auf markets.com/de nicht nur einmal den vollständigen Risikohinweis für alle darüber hinausgehenden Risiken, die das abdeckt, sondern auch die Möglichkeit, sich eine Demo herunterzuladen und dann risikofrei mit dem Handel zu beginnen. Ausgehend hiervon dann zu entscheiden, ob der Handel sich schlussendlich wirklich für ihn eignet. Und wenn dann die Antwort ja ist und man mit realem Geld beginnen möchte, findet man auch auf markets.com entsprechend die entsprechenden Schritte, die dort eingeleitet werden können, um ein Live-Konto zu eröffnen. Das gilt auch darüber hinausgehend für CFD-FX-Produkte, für physische Aktien oder beispielsweise auch für ETFs, die da angeboten werden, also klassisches sogenanntes Multi-Asset-Brokerage. Gerne hier in diesem Zusammenhang markets.com/de, wie gesagt, ansteuern. Wir werden auch gleich in diesem Zusammenhang, da wird man auch sehen, die MarketsX-Handelsplattform, ich muss den Link allerdings noch kurz mal raussuchen, die bietet hier tolle Möglichkeiten, auch im Hinblick dann auf Einzeltitel, Kursziele abzudecken und dergleichen. Wir werfen auch einen kurzen Blick natürlich nicht nur auf Apple, Amazon, sondern auch auf Tesla. So viel darüber hinausgehend. Alle weiteren Fragen gerne unterhalb dieses Videos in der Chatbox. Gerne Kommentare, Wünsche für zukünftige Märkte. Mich gerne kontaktieren per Mail jklatt@jk-trading.com oder ein bisschen unproblematischer in Anführungsstrichen über Twitter @jensklatzfx beziehungsweise auch gerne über meine Webseite jk-trading.com/forum und dann die Trading-Chatbox des jeweiligen Tages eben ansteuern. Also ich würde mich freuen, dort mit euch austauschen zu dürfen, beziehungsweise auch alle anderen Trading-Begeisterten sich untereinander gerne austauschen lassen. Discord-Community kommt nochmal on top oben drauf, ganz besonders im Hinblick auf den US-Handel. So viel zur Einleitung. Jetzt einmal hier der Blick auf die MarketsX-Handelsplattform. Ich räume hier einmal kurz im Hintergrund ein bisschen auf, beziehungsweise suche einmal den Link zur MarketsX-Handelsplattform und dann MarketsX. Und dann, hier wird alles gut gestreamt, sehr schön. Hier kommt auch alles gut an. Noch besser. So, jetzt mal ganz kurz hier gucken. Ich habe den nämlich vorbereitet. Ich habe den schon gekürzt. Das Problem ist nämlich, als Problem, in Anführungsstrichen, der ist verhältnismäßig lang, der Link einfach. Und dann läuft der hier den ganzen Chat voll im übertragenen Sinne. So, hier haben wir einmal den Link zur MarketsX-Handelsplattform. Zack. Und
So, beginnen wir mal ganz kurz mit dem DAX. Starten wir am besten in dem Zusammenhang hier mit vielleicht der Analyse von Montag. Die habe ich jetzt gar nicht aufgemacht, die mache ich jetzt mal ganz kurz hier auf. Also Analyse von Freitag für Montag, so muss ich es formulieren. Die läuft immer bei mir. Ich versuche sie meistens schon vor der US-Eröffnung eben einspielen zu lassen. Und ich hatte hier geschrieben in der Headline: Apple und Amazon mit durchwachsenen Earnings, DAX vor tiefer Korrektur. Also man sieht in der Headline schon, dass ich nicht besonders optimistisch bin. Das war, bevor die US-Märkte sich präsentiert haben, wie sie sich präsentiert haben. Und ich habe tatsächlich zwar hier diese skeptische Headline noch ein bisschen ausgeführt, warum, wieso, weshalb. Und ich habe auch tatsächlich nur die Short-Seite größtenteils thematisiert, hatte aber bereits hier im zweiten Absatz geschrieben: Einfach gesagt würde ich meine aktuelle Einschätzung zum DAX wie folgt zusammenfassen. Beschließen wir die Handelswoche oberhalb von 15,6, Klammer auf, so wie es wir getan haben, Klammer zu, besteht in der kommenden Handelswoche eine erneute Chance für eine Attacke der 15.800er Marke. Alles andere fällt im übertragenen Sinne jetzt erstmal hinten runter. Ja, diese Bearishness, die resultierte auch aus dem Umstand, hier kann man nochmal ganz kurz meinen Chart sehen, da durch den Trendlinienbruch, der auf den Weg gebracht worden ist, bereits getriggert durch die EZB letzte Woche Donnerstag, dieses Inflation, Inflation, Inflation seitens Lagarde, was sie angesprochen hat, das war das Thema, worüber gesprochen wurden. Infolgedessen Taper-Spekulationen, wir sehen, dass zum Beispiel 10-jährige Zinsen deutscher Schuldtitel in dem Zusammenhang auf die höchsten Niveaus, glaube ich, seit Mai, auch Juni irgendwie sowas gestiegen sind, habe ich gar nicht so genau jetzt beobachtet. Auf jeden Fall eine irgendwie restriktivere Haltung antizipiert wird. Ja, es ist sehr unrealistisch, meiner Einschätzung nach, definitiv. Und da bin ich auch absolut d'accord mit allen anderen, die das in Frage stellen, ob dort ein restriktiverer geldpolitischer Kurs sich abzeichnet, dass die EZB gar keine andere Wahl hat, als die Geldschleusen weiter derart aufzuhalten, wie sie sie offen hält, um nicht den vollständigen Kollaps eben des ja, europäischen Wirtschaftssystems nach sich zu ziehen. Beginnt mit den Banken, entsprechenden Zahlungsausfällen, die sich auftürmen würden und dergleichen nochmal hinzu addieren würden, zu dem, was sowieso schon an Zahlungsausfällen durch Corona-Lockdown und dergleichen aufzeigt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Also Break hat stattgefunden und jetzt blicken wir auf den DAX und sehen oder ich habe die Linie jetzt schon tatsächlich oben hier rausgenommen aus dem Stundenchart, aber wir können es ja erkennen. Also dieser Bruch, der da stattgefunden hat, der ist komplett zurückgekauft worden. Da war der Break. Das ist im Grunde genommen die Trendlinie aus meinem Chart. Ich habe, wie gesagt, heute früh den Kanal rausgenommen, weil das macht dann nicht mehr so viel Sinn, meiner Einschätzung nach, den beizubehalten, beziehungsweise es gilt, das entsprechend anzupassen. Und jetzt sehen wir eben entsprechend hier nicht nur das sehr deutliche V, was sich abzeichnet, sondern eben entsprechend auch den Bruch über diese Widerstandsregion. Das sind die Vorwochenhochs, was ein ganz klar bullisches Signal ist eben und was den Weg ebnet. Darüber kann man es schon sehen in Richtung da oben. Da ist es die 15.900er Region, beziehungsweise darüber hinausgehend in Richtung der 16.000er Gefilde. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den Schluss oberhalb von 15.6 vollziehen können. Also hier, das waren die US-Märkte. Wir pendelten um dieses Niveau, das heißt also um die Inflection zur Eröffnung. Und wir haben nie ansatzweise ernsthaft die in Gefahr gebracht gesehen über den US-Handel. Also morgens zum europäischen Handel, erinnert euch noch dran, das Morning-Meeting, da war es noch ein bisschen skeptisch und das sah zunächst nicht gut aus. Allerdings haben wir uns dann relativ zügig in den frühen Nachmittag bzw. zur Mittagszeit stabilisieren können. Und dann, wie gesagt, dann gab es hier diesen sehr, sehr starken Schluss im Bereich auch der Tageshochs. An der Stelle 15.000, sogar oberhalb von 15.700 Punkte. Und jetzt, in Anführungsstrichen, folgerichtig sehen wir diese weitere vorgegebene Bullishness, die dann auch tatsächlich oberhalb von 15.77 bis 15.800 und oberhalb auch hier auf der 5-Minuten-Ebene, würde ich es dann so fassen, dieses EMA 50 auf 5-Minuten-Basis die Long-Seite favorisiert. Also ich habe es heute früh geschrieben, ich zeige das auch mal ganz kurz, einmal hier. Ich hatte das hier geschrieben gehabt mit Break da nach Wochenschluss über 15.6, mit Break über 15.800, klar bullish. Auch Intraday oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Ziel ist jetzt tatsächlich das Allzeithoch. Ob es jetzt heute soweit ist oder erst in den kommenden Tagen, aber grundsätzlich gilt der Modus mit Ziel Allzeithoch jetzt auf jeden Fall als gegeben. Und zwar so lange wir nicht unter tatsächlich diesen Bereich hier rutschen, auch wenn es sicherlich das Bild eintrüben würde, aber sobald wir unter 15.600 nochmal rutschen würden, würde sich das deutlicher eintrüben. Ich sehe da aktuell nicht die Sorge oder die Möglichkeit eines solchen Laufs. Und hier kann man auch lesen, Pull-in, das In hätte ein großes I sein sollen, potenzieller Long-Trigger zwischen 77 und 800. Das entspricht tatsächlich, wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, entspricht das ungefähr einem Retest auch des EMA 50 an der Stelle, beziehungsweise der potenziellen Ausbruchregion.
Stück weit tiefer. Ich glaube noch nicht mal, dass es reicht, ehrlich gesagt, hier diese Hochs nochmal den Schlusskurs von Freitag anzulaufen. Also bis in Gefilde um 15.700 Punkte. Also 77.800 ist so ein Bereich, gegen den könnte ich mich vorstellen, long zu positionieren. Sehr starkes Signal wäre, wenn wir jetzt oberhalb von 15.800 konsolidieren und sich dann entsprechend der EMA an den Kurs wieder annähert. Das wäre nochmal ein Signal, dass da fortwährend auch Nachfrage ist, dass die Marktteilnehmer offensichtlich bereit sind, ein Kursniveau von 15.800 Punkte zu bezahlen und entsprechend eben dann weitere Aufschläge wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sind. Besonders getragen dann durch potenziell bullische Vorgaben seitens der US-Märkte, die letzte Woche ebenfalls neue Allzeithochs markiert haben. Guck mal ganz kurz hier übrigens rein. Sehr schön. So. Also, neue Allzeithochs markiert haben und auch einen sehr, sehr starken Wochenschluss auf den Weg gebracht haben. Also hier. Ich muss jetzt allerdings zu meiner Schande gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die 4.500, ich glaube, die 4.550er-Region hatten wir im Morning Meeting am Freitag thematisiert, wenn ich mich recht entsinne. Ich hätte gesagt, wenn wir uns oberhalb halten können, dann wären das insgesamt bullische Vorgaben. Eintrüben würde sich das Bild erstmalig kurzfristig, sobald wir drunter rutschen. Ich glaube, das waren meine Worte. Ich müsste aber jetzt nochmal genau schauen. Auf jeden Fall sehen wir haben diesen Bereich nie ansatzweise dann attackiert, auch nicht hier zur Ersteröffnung. Bullischer Opening Drive, kleiner Rücksetzer in Richtung der Eröffnung 15:30 Uhr, von dort neue Hochs. Kurzer Pullen hier, das war gegen 20 Uhr in den Abend hinein, im Bereich in den Wochenschluss hinein auf oder im Bereich dieser Wochenhochs auch geschlossen, im Bereich der Allzeithochs 4.600 Punkte. Klar, bullisches Signal. Potenzielles Opening, Wochen Opening Gap könnte man es nennen. Also das heißt, wir werden die Woche, sofern sich die bullischen Vorgaben bis heute Nachmittag 15:30 Uhr weiter präsentieren. Wir werden auch im Bereich von Allzeithochs hier nicht nur eröffnen, sondern demnach auch mit einem Gap zum Vorwochenschluss sollten wir in der Lage sein, dieses Gap zu halten. Ja, dann wie spricht nichts dagegen, dass wir auch weitere Aufschläge eben zu sehen bekommen und folglich dann eben hier diesen Run fortsetzen mit erstem Ziel wahrscheinlich, da das Allzeithoch-Territorium ist, würde ich sagen 4.700 Punkte, vielleicht ein Zwischenziel 4.650, aber alles in allem spricht wenig dagegen, dass wir hier weitere Aufschläge eben erwarten sollen. Das gilt immer erstmal hier diese Trendlinie. Solange wir oberhalb dieser orangefarbenen Linie handeln, beziehungsweise, die mache ich mal kurz andersfarbig, kurzfristig bullisch würde ich sogar auch sagen, solange wir hier so oberhalb dieser türkisfarbenen Linie eben handeln. Also das heißt etwas anders formuliert, solange wir die 4,6 im Grunde genommen halten können, bleibt der kurzfristig bullische Modus ganz klar gegeben. Wenn wir das brechen sollten, das Niveau, könnte vielleicht mal eine etwas tiefere Korrektur sich anschließen, was allerdings diese Bullishness nicht auf den Kopf stellen würde, sondern eventuell nur Einstiege zu attraktiveren Kursniveaus eben ermöglicht. Das hängt mit Sicherheit ganz wesentlich davon ab, wie die weiteren Earnings reinkommen in dem Zusammenhang, ob infolgedessen sich in irgendeiner Form dann Sorgen beginnen zu manifestieren, dass vielleicht die Wachstumsaussichten der Unternehmen irgendwie beginnen, sich einzutrüben. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn du auf so schwache Earnings, und ich würde sie jetzt im Nachgang wirklich auch so konsequent bezeichnen, wie sie Apple oder Amazon präsentiert haben, eine derart starke Reaktion zu sehen bekommst, dann siehst du einfach, ob das jetzt fundamental gerechtfertigt ist oder nicht, aber das Marktumfeld, das ist alles andere als in irgendeiner Form skeptisch oder besorgt im Hinblick auf anziehende Zinsen, Inflationssorgen infolgedessen oder dergleichen. Oder vielleicht gerade stellt es sich so bullisch dar, weil die Inflationssorgen zunehmen und weil die Leute eben sagen, na, was soll ich jetzt eigentlich mit meinem Geld machen? Ja, und genau da kommen wir nämlich jetzt eigentlich zur Krux, die da so ein bisschen über den Tellerrand mal versucht hinauszublicken. Also rein tradingtechnisch nochmal kurz zusammengefasst. Im DAX kurzfristig 77.800, die Region, potenzieller Long-Trigger-Bereich, solange wir den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis halten können. Heute Nachmittag US-Märkte, solange wir oberhalb von 4,6 uns präsentieren und somit dieses Gap halten können, bleiben auch die Vorgaben im US-Markt weiter bullisch. Und ja, wir sollten mit weiteren Aufschlägen rechnen. Und wie gesagt, das bedeutet für den DAX konkret gesprochen, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann wir auch hier neue Allzeithochs eben tatsächlich anlaufen. So, das ganz kurz aus der trading-technischen Perspektive. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen, die wir hier zu sehen bekommen. Heute früh, beziehungsweise, das war die Grafik, die ich bekommen habe von einem Bekannten in Bezug auf die Retail Deposits, also das heißt die Einlagen von Privatanlegern bei Banken. Also das heißt in Anführungsstrichen Barbestände auf dem Girokonto, ja, so plump gesprochen jetzt mal. Und
Jetzt, ich hatte ganz zu Beginn gerade eben gesagt, wir sehen jetzt so ein kleines, vielleicht so ein Startpunkt, ja, ein Startpunkt vielleicht, dass jetzt anfängt, der Modus zu kippen, in Anführungsstrichen. Und ich möchte ganz kurz klar machen, was ich damit meine. Der kleine Knick hier, der ist ein Problem. Und jetzt wird man sich sagen, hä, welcher Knick? Dieser kleine Knick hier, der zeigt, und das ist das, was Holger Czepitz, das ist der Redakteur von der Welt hier herausstellt, dieser kleine Knick hier an der Stelle, der zeigt, dass die Retail Deposits, also das heißt die Einlagen auf Girokonten, hier den zweiten Monat in Folge gefallen sind. Also ganz kurz zu dieser Grafik, was die einfängt. Was wir hier haben, sind eben diese Einlagen auf Girokonten von Privatanlegern oder Privatleuten auf deren Girokonten. Und diese Zahlen werden monatlich ausgegeben. Und was wir hier sehen, ist, dass wir jetzt eben nicht nur letzten Monat diese Einknicken haben sehen. Also das ist interessant, weil das ist ja vorher schon mal auch passiert, ne? Also man sieht ja auch durchaus mal einen kleinen Knick. Aber was wir jetzt zu sehen bekommen, ist, dass es im zweiten Monat in Folge stattfindet. Ich will es noch nicht überbewerten, aber wie gesagt, die diversen Puzzlestücke, die fangen an, sich doch in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Im Jahr 2019, beziehungsweise auch hier ganz besonders, also wenn man sich mal anschaut, wann dieser Knick stattgefunden hat, das war 2020, das war Corona. Was haben die Leute logischerweise gemacht? Die sind zur Bank gegangen und haben gesagt, ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Cash hier vom Konto runter, habe das zu Hause, gesetzt im Fall, dass Lockdown, Shutdown, was weiß ich. Keiner wusste ja, was passiert an der Stelle. Ich würde auch an der Stelle sagen, ich war auch einer von denen. Ja, also nur, dass wir uns, dass das nicht irgendwie so aus der Luft gegriffen ist, sondern ich habe genau denselben Gedanken gehabt mit Ausblick auf diese Entwicklungen. Und naja, also damals konnte man das nachvollziehen, dann hat sich die Situation aber beruhigt und man hat gesehen, oh ja, es läuft aber eigentlich alles weiter und das Geld hat wieder den Weg aufs Konto gefunden und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ja, und jetzt sehen wir halt mit zunehmenden Inflationssorgen, die hier auch herausgestellt werden, dass die Menschen anfangen, Geld von den Konten abzuheben und was auch immer damit zu machen scheinen. Also potenziell zu investieren oder dergleichen. Beziehungsweise vielleicht zu sagen, naja, solange das Geld noch was wert ist. Also es ist nur eine reine Spekulation. Aber das, was hier jetzt mich sehr, sehr skeptisch werden lässt, oder beziehungsweise das, was besorgniserregend ist, ist Folgendes. Inflation geht Hand in Hand mit der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir sehen eigentlich, dass die Fed, jetzt mal sehr einfach gesprochen, ne? Wir sprechen dann von etwas, das nennt man im Hinblick auf Inflationssorgen beispielsweise, oder Herr Sinn vom IFO-Institut, der jetzt nicht mehr da agiert, aber der ehemalige Präsident, glaube ich, war er, der hatte das als Hort bezeichnet. Die Leute horten das Geld zu Hause im übertragenen Sinne auf dem Kopfkissen. Also nämlich auf die Frage hin, warum eigentlich dieser expansive geldpolitische Kurs seitens der EZB nicht dazu beiträgt, dass die Inflation stark anzieht. Also wie kann denn das gehen, wenn noch so viel Geld ins System gepumpt wird und man doch die ganze Zeit alle Schwarzmaler oder Euro-Apokalyptiker, nennen wir sie, wie wir sie wollen, doch hier skizzieren, dass doch da die Inflation anziehen müsste. Warum steigt die denn nicht an? Also einfach in Anführungsstrichen eine Erklärung dafür ist eben, dass die Leute das Geld halt nicht in Umlauf gebracht haben, sondern die haben es zu Hause gehortet. Also, sie wussten nicht wirklich, wofür soll ich es ausgeben im übertragenen Sinne. Also na klar, man kann es dann sehen. Handwerker berichten zum Beispiel von einer Auftragslage, wie sie noch nie in ihrer Geschichte gesehen haben. Handwerker berichten, dass die Leute investieren, beispielsweise in die Modernisierung ihrer Immobilien und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich sieht man doch eine sehr klare Tendenz, die zeigt, dass dieses Horten des Geldes, das Geld unter dem Kopfkissen parken, in Anführungsstrichen, besonders in Deutschland, Geld auf dem Sparbuch zu haben. Deutschland ist da ja weniger versiert im Finanzbereich, wie beispielsweise die USA, wo eine ganz andere Aktienkultur zum Beispiel herrscht. Und hortet dieses Geld eben zu Hause. Und jetzt nimmt die Inflation allerdings Fahrt auf. Jetzt realisiert man plötzlich, jetzt wird das in den Medien thematisiert. Und jetzt ist ein ganz gefährlicher Punkt erreicht. Denn wenn jetzt dieser Hort anfängt, seinen Weg sich in die Wirtschaft zu bahnen, nimmt auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes natürlich zu. Denn es ist dann plötzlich mehr Geld in Umlauf. Und entsprechend fängt natürlich dann an, dieses sich immer schneller zu drehen und trifft potenziell dieses viel an Geld, trifft auch wenig an Gütern durch Lockdowns, durch entsprechende Lieferengpässe und dergleichen. Und genau dadurch entsteht eine potenzielle Inflationsspirale, die sich potenziell beginnt immer schneller zu drehen an dieser Stelle. Und genau deswegen ist dieser Knick tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Dass diese Inflationssorgen berechtigt sind, naja, das kann man ja hier sehen. Das ist eine Grafik, also diese Grafik ist von heute früh, von Holger Czepitz. Diese Grafik hier ist von Freitag, Moment, 30. nicht ganz richtig, Samstag, Samstagmorgen. Da sieht man,
Financial Repression bezeichnet er das hier, intensifies real yields, also das heißt die Echt-Realverzinsung ist hier jetzt bei minus 4,61%, das ist ein Allzeittief und ist noch einmal weiter sich beschleunigend auf der Unterseite darstellend. Was zeigt das hier? Genau die gleiche Realverzinsung wie auch in den USA, die wir immer zum Thema machen, die direkte Korrelation zum Goldpreis, also invers korreliert ist zum Goldpreis. Sprich, wir haben hier einerseits das, was an uns 10-jährige Bunds, also deutsche Bundes Schuldtitel. Und wir ziehen davon die Inflation ab, die Inflationserwartung. So, wenn die negativ sind schon bereits, hier bei minus, jetzt gucken wir mal ganz kurz, damit wir auch eine offizielle Zahl haben. Wo sind wir denn hier? Da. Minus 0,09, dann ist die schon mal per se negativ. Das heißt, du brauchst jetzt ein deflationäres Umfeld, um hier eine positive Realverzinsung zu haben. Ja, also Minus und Minus ist ja dann Plus, aber macht das nicht so kompliziert. Und darauf addieren sich jetzt auf diese minus 0,09%, die du für 10 Jahre hier gezahlt bekommst, für 10-jährige Schuldtitel, addiert sich, oder beziehungsweise davon subtrahierst du noch einmal die Inflationserwartung ab. Die ziehst du nochmal ab an dieser Stelle. Und dadurch landest du jetzt bei einer Realverzinsung von minus 4,6%. Also anders zusammengefasst, sehr einfach. Was du hier siehst, ist, die Leute, die ihr Geld auf dem Sparbuch horten, beziehungsweise bei sich bei der Bank parken, die haben einen Kaufkraftverlust per annum aktuell, gegeben den derzeitigen Zahlen, von minus 4,6%. Also das bedeutet, wenn ich 100.000 Euro auf dem Konto habe, habe ich am Ende des Jahres 4.600 Euro weniger. Also nach 12 Monaten, ausgehend von den aktuellen Inflationsniveaus. Potenzial für Steigerung, beziehungsweise noch weniger am Ende des Jahres zu haben, sollte sich die Inflationserwartung, beziehungsweise die Preise weiter steigen. So. Jetzt wird man sich sagen, okay, ja, das ist aber durchaus eine Entwicklung, die ist ja jetzt durchaus schon seit einiger Zeit bekannt. Kommen wir nochmal hier zurück. Jetzt, ich muss an der Stelle, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich sehe das, was ich sehen will, beziehungsweise so, wie sich diese Puzzlestücke wie für mich zusammenfügen. Aber es ist ja durchaus so, dass ich schon vor langer Zeit eigentlich, also relativ langer Zeit, vor einem Jahr, ziemlich genau, vor anderthalb Jahren, ungefähr darauf verwiesen habe, dass man hier zwecks dem Erhalt dieses Systems Euro, welches jetzt anfängt eben potenziell zu implodieren, das ist das, was sich hier abzeichnet. Also wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes jetzt zunimmt und wir eine galoppierende Inflation zu sehen bekommen, dann wird der Euro uns um die Ohren fliegen. Ja? Das ist im Grunde genommen eventuell der Anfang vom Ende des Euros, den wir jetzt hier gerade zu sehen bekommen. Hört sich sehr dramatisch an, aber nichtsdestotrotz fügt es sich im Gesamtkontext natürlich, denn es bestätigt ja vieles von den bis vor kurzer Zeit noch Verschwörungstheorien, denjenigen welchen, die höhere Inflation und dergleichen an die Wand gemalt hatten, die jetzt ja plötzlich sich bestätigt sehen. Ja, die Euro-Kritiker, die Euro-Skeptiker, die ja immer dann entsprechend diffamiert wurden, auch in der medialen Berichterstattung, also besonders seitens der Mainstream-Medien und dergleichen, und plötzlich scheinen die recht zu bekommen. Und auch zum Beispiel Herrschaften wie Geschäftsführer von Degussa zum Beispiel, Markus Krall, Dr. Markus Krall, der hat darauf verwiesen, dass wie so eine Art Ketchup-Effekt. Also das heißt, eine Ketchup-Flasche, er hat das recht bildlich einfach so, ein bisschen, man sich das vorstellt, wie kann man sich dann so eine anziehende Inflation vorstellen? Und er hat gesagt, einfach die Ketchup-Flasche schütteln. Also du hast deine Pommes auf dem Teller, ja, du willst den Ketchup drauf machen aus den guten alten Glasflaschen und da kommt erst so und dann ist der ganze Teller voll. Ja? Und genau so kann man sich im übertragenen Sinne jetzt hier das vorstellen, was wir eventuell hier in Anflügen sehen. Und in just jenem Moment, wo hier es zu einer massiven Zunahme der Geldumlaufgeschwindigkeit kommt, sehen wir auch eine entsprechend sehr stark zunehmende Inflation. Wie kann ich das denn jetzt, und da kommen wir jetzt nämlich zu dem Punkt zurück, was ich schon lange Zeit skizziert habe, wie kann man sowas denn einfangen? Ich habe mich dabei ertappt, da sehr, sehr böse Gedankenexperimente zu formulieren, aber wo ich sage, die aktuell sich abzeichnende, erneut verschärfende Corona-Krise, also im Hinblick jetzt auf die zunehmenden Inzidenzen und dergleichen, die ja gefühlt jetzt für diejenigen welchen, die so ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag gelegt haben, keine Überraschung sind. Denn das hat sich in Israel schon abgezeichnet. Das ist über andere Länder, hat sich das ausgestrahlt. Man hat das dann versucht, irgendwie immer wieder zu erklären, warum das eine Besonderheit in dem Fall ist. Singapur ist da zum Beispiel auch so ein Fall. Wir sehen massiv anziehende Inzidenzen. Und jetzt auch die entsprechende wieder zunehmende Debatte. Naja, wie kriegen wir denn jetzt diese Inzidenz irgendwie in den Griff? Also mit Logik, glaube ich, braucht man an der Stelle nicht irgendwie zu kommen. Ne? Also man wird sich jetzt sagen, ja halt mal, also eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn man jetzt ein Jahr mal zurückgeht, erinnert euch dran, vor einem Jahr, es ist genau 365 Tage her, da wurde ein zweiwöchiger Wellenbrecher-Lockdown heute auf den Weg gebracht, um diese damals anziehenden Inzidenzen in den Griff zu bekommen.
Das hat nicht geklappt und wir haben uns dann in einem Lockdown wieder gefunden, bis ich glaube nächstes Jahr im Juni, also dieses Jahr Juni. Ja? Also das heißt, aus den 2 Wochen sind dann irgendwie gefühlt 2 Jahre geworden. Das ist nicht ganz so schlimm, aber 6 Monate waren schon ausreichend. Und das Interessante war, oder Interessante, in Anführungsstrichen, ist natürlich, wir hatten damals keinen Impfstoff, den wir jetzt haben. Wir hatten damals keine großen Testkapazitäten, beziehungsweise eigentlich nur das, was uns dann irgendwie zugetragen wurde. Also Testzentren der Art wurden, glaube ich, erst dann im Laufe der folgenden Monate letztes Jahr auf den Weg gebracht. Also ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Und jetzt muss man sich die Situation aktuell vorstellen. Wir haben derzeit eine höhere Inzidenz bei einer zeitgleichen Vaccinierung, also durchgeimpften Bevölkerung von fast 70%, und zwar so auf die Gesamtbevölkerung. Also wir reden noch nicht mal von den vulnerablen Gruppen, die vollständig geimpft sind, die allerdings jetzt Auffrischungsimpfungen benötigen und dergleichen. Das stellt man jetzt plötzlich fest. Lassen wir jetzt mal die Politik und deren Versagen an der Stelle wieder außen vor. Und wir haben, also wir konzentrieren uns nur noch auf die Zahlen. Und dann haben wir jetzt also mehr als 80, 85% der erwachsenen Bevölkerung, die durchgeimpft ist. Also das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Impfquote. Im Vergleich, also unglaublich hoch. Also eigentlich haben wir schon ausgehend von den mal vorgebrachten Zahlen eigentlich eine sogenannte Herdenimmunität, wenn man jetzt noch die genesenen Fälle dazu nimmt. Also das bedeutet, wir stehen eigentlich aus dieser Perspektive um ein Vielfaches weiter da als vor einem Jahr, nur mit dem Unterschied, dass die Inzidenzen plötzlich wesentlich höher sind. Und man stellt sich natürlich auch logischerweise ein bisschen die Frage, wo kommen jetzt eigentlich diese Zahlen her? Also das heißt, wo kommen die Inzidenzen eigentlich her? Weil wenn ich jetzt geimpft bin, dann gehe ich mich doch nicht mehr testen lassen. Mach ich ja nicht. Also, ne? Und diejenigen welchen, die nicht geimpft sind und die nur Zugang haben in irgendeiner Form zu Gaststätten oder wie auch immer geartet, die sich testen lassen müssen, die gehen sich doch auch nicht zwangsläufig testen. Also das bedeutet, ihr werdet gleich sehen, worauf ich hinaus will. Also nicht jetzt abschalten, weil ihr denkt, was hat das mit Corona zu tun? Ich denke eine ganze Menge. Also ich denke eine ganze Menge. Das passt nämlich vorne und hinten nicht zusammen. Also das heißt, es haben immer weniger Leute, die testen, also immer weniger, die positiv sind eigentlich. Also nur diejenigen, welchen, die ins Krankenhaus sind, wo wir aber auch keine Überlastung haben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Rein von der Logik her macht das alles keinen Sinn. Außer natürlich, man macht sich die Zahlen, wie man sie braucht, um die jetzt zunehmende Debatte wieder in Gang zu bringen, um in irgendeiner Form Restriktionen auf den Weg zu bringen, die natürlich nicht mehr die Geimpften betreffen, sondern dann in dem Fall die sogenannten Ungeimpften. Ja? Und das bedeutet etwas anders, dass man denen im Grunde genommen sagt, wir machen jetzt Lockdown für euch, ihr müsst zu Hause bleiben, ihr dürft nicht mehr euer Geld ausgeben. Das ist ein unglaublich wichtiges Mittel, das man derzeit noch nicht hat, was man im Falle einer Zentralbankwährung, einer digitalen Zentralbankwährung hätte. Man könnte zum Beispiel sagen, wir rationieren das Geld zu. Das hatte ich schon mal gesagt gehabt. Das ist ein unglaublich mächtiges Tool, um die Inflation zu steuern seitens einer Notenbank. Wenn du zum Beispiel in Anführungsstrichen zum Geldautomaten gehst, beziehungsweise dann alles digital abwickelst, mit deiner Karte irgendwo bezahlen willst, sagst, tut mir leid, aber du hast diese Woche deine 500 Euro bereits ausgeschöpft, komm nächste Woche wieder, du kannst jetzt hier nicht einkaufen, dann ist das ein unglaublich starkes Mittel, um eben diese Geldumlaufgeschwindigkeit zu managen. Dieses Mittel gibt es aber noch nicht, weil es keine Zentralbankwährung gibt, in dem Sinne, dass man eben alles digital abwickelt. Das bedeutet, man wird das eventuell versuchen, über andere Kanäle zu steuern, zum Beispiel, indem man einen bestimmten Anteil der Bevölkerung in Anführungsstrichen zu Hause einsperrt und sagt, du darfst nicht mehr einkaufen gehen. Also, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber wir müssen uns an dieser Stelle natürlich immer vor Augen führen und genau da, nochmal, das ist rein spekulativ, aber es passt in dem Gesamtkontext einfach verhältnismäßig gut, auch die jetzt zunehmende Debatte und dergleichen, dass man in diesem Umfeld aktuell wirklich alles dran setzt, um diese Inflation, die sich vielleicht, oder dieser Inflationsdruck, der sich hier aufbaut und vor allem die jetzt zunehmende potenziell, nochmal, kann dieser schneller Ketchup-Effekt sein. Vielleicht ist es auch nächsten Monat wieder alles in Ordnung, dann ist das Thema vom Tisch. Aber sollte jetzt hier dieser Ketchup-Effekt einsetzen und plötzlich dieser Flatsch kommen und plötzlich kommt alles auf einen Schub und die Leute fangen an, ihr Geld von den Konten zu räumen und in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen, um zum Beispiel dann mit Aussicht auf beispielsweise Lockdowns der Supermärkte für Ungeimpfte, was weiß ich, was die sich für komische Ideen da einfallen lassen. Wenn das anfängt, sich zu verselbstständigen, haben wir hier eine potenzielle Gefährdung des Euros als Gesamtkonstrukt und folglich natürlich auch eine in Anführungsstrichen Bedrohung der Finanzeliten. Ganz besonders jener, die eben dem Euro-Raum in Anführungsstrichen die Fäden an den Strippen halten, um entsprechend die Wege so zu managen, wie sie managen und besonders den Politikern im übertragenen Sinne vorgeben, wie sie ihren Job zu machen haben. Dass das so ist, das ist ja jetzt schon seit eigentlich Jahrhunderten bekannt, ne? Dass es da in Anführungsstrichen Königsmacher und dergleichen gibt. Aber kommen wir zurück zur aktuellen Thematik. Also,
Dieser Effekt hier, der ist durchaus besorgniserregend, weil er im Gesamtkontext einfach mal eventuell dann auch erklärt, wo die jetzt wieder aufkommende Debatte herkommt, beziehungsweise wie man die sich jetzt abzeichnende Krise, nicht, dass das jetzt provoziert wird oder dass das irgendwie gemanagt werden kann, aber die Zahlen kannst du managen, so wie du sie brauchst, um dann entsprechende Repressalien in diesem Zusammenhang hier auf den Weg zu bringen, in Anführungsstrichen. Ja, das ist auch so eine Sache. Gibt ja Online-Shopping, das stimmt zwar, aber dafür musst du auch in der Lage sein, das Geld erstmal auszugeben. Also versuch mal ein Buch, erstmal sehr einfach gesprochen, bei Amazon versuch mal ein Buch zu bestellen, was nicht bestellbar ist. Ja, das Geld wird ja von deinem Konto erst dann abgebucht, beziehungsweise in Umlauf gebracht, in Anführungsstrichen, in jenem Moment, wo dieses Buch auch verfügbar ist und dann entsprechend die Transaktion entsprechend über den Weg gebracht wird. Beziehungsweise, wenn es eine Bezahlung gibt, bevor das Buch lieferbar ist, dann lässt sich das ja durchaus dahingehend managen, dass das Geld nicht in den Umlauf läuft. Also sehr einfach gesprochen. Auf jeden Fall sollte man die aktuelle Situation, diese sich abzeichnende Krise und wie sie jetzt genutzt werden kann, um hier die Umlaufgeschwindigkeit, rein spekulativ, aber nochmal, ich finde, im Gesamtkontext sich durchaus einfügend, sollte man das, glaube ich, nicht unterschätzen. Was uns übrigens zurückführt zum jetzt Ausblick zum einen für den Euro, beziehungsweise auch was uns an zurückführt zum Ausblick für zum Beispiel die Aktienmärkte. Also, das ist erstmal kurzfristig jedenfalls ein Umfeld, welches mehr Liquidität in den Umlauf bringt und was folglich hier für an der Stelle bullische Vorgaben für Aktien spricht, denn auch die werden potenziell nachgefragt. Also das heißt etwas anders formuliert, wir werden an dieser Stelle entsprechend eben dann dieses Geld nicht nur in Lebensmittel laufen sehen, sondern eben an der Stelle beispielsweise auch in Aktien zum Beispiel, wo man sagt, naja, da habe ich ja wenigstens reales Unternehmen beispielsweise, welches mir auch eine attraktive Rendite verspricht, als zum Beispiel das, was ich hier in diesem Zusammenhang zu sehen bekomme. Nochmal, das ist erstmal rein spekulativ. Ich habe aber noch was anderes vorbereitet, was in dem Zusammenhang auch besorgniserregend ist, beziehungsweise unterstreicht, dass da offensichtlich Bewegungen stattfinden, die auf den ersten Blick nur schwer erklärbar sind. Also nicht, dass sie nicht in der Vergangenheit schon aufgetreten sind, aber die sich auch in das einfügen, was ich schon vor über einem Jahr in meinem damaligen Gold-Spezial, der eine oder andere hat vielleicht in meinem YouTube-Kanal gesehen, ich hatte da mal ein Tutorial gemacht, wo ich für Gold ein Szenario skizziert habe in Richtung 10.000 Dollar, allerdings innerhalb dieses Tutorials auch darauf verwiesen habe, dass ich sagte, man sollte aber nicht unterschätzen, dass diejenigen welchen, die hier im Hintergrund die Zügel in der Hand halten, also ganz besonders im Hinblick auf die sogenannten Bullion Banks beziehungsweise die Comex und deren Risiko eben im Grunde genommen in Anführungsstrichen Bust zu gehen, weil eben sie den also den physischen Forderungen in Bezug auf die ausgelieferten Goldmengen, Silbermengen und dergleichen nicht nachkommen können, weil sie so viel physisches Material gar nicht vorhanden haben. Hat darauf verwiesen, dass man sich da durchaus darüber im Klaren sein muss, darüber im Klaren sein sollte, dass eben in dieser Konstellation alles in der Macht Stehende seitens derjenigen, welchen an den Tag gelegt werden wird, an Gegenmaßnahmen auf den Weg gebracht wird, die auch einiges an Volatilität in den betreffenden Papiermärkten, die als Grundlage dann wiederum für das Pricing der physischen Märkte, dann, wenn ich zu Degussa gehe oder zu ProAurum oder wie auch immer, zum Beispiel möchte einen neuen Goldbarren kaufen, dann orientieren Sie sich beim Preisen dieses Goldbarrens, dieses physischen Gegenstandes, natürlich hauptsächlich bei Ihrem Kurs, den Sie mir da zur Verfügung stellen, zumindest noch am Papiermarkt. Und jetzt haben wir in dieser Konstellation zum Beispiel letzten Freitag, das ist jetzt der Goldpreis, eine unglaublich interessante Konstellation gesehen. Ich weiß, wir hatten Gold ja zum Thema gemacht und gesagt, wenn diese Trendlinie hier gehalten werden kann, dann ist da durchaus nochmal eine Chance gegeben, dass wir auf der Oberseite über 1800 brechen und dergleichen. Ja, und dann, also nicht, dass es mich betroffen hätte. Ich habe das nur mit Erstaunen festgestellt, weil nämlich zeitgleich der US-Dollar stark performt hat. Also ganz kurz hier, 13:15 Uhr, 14 Uhr, haben wir plötzlich den Bruch unter 1.790 in Gold gesehen. Bis hier 20 Dollar, also mehr als 1% verloren, konnten uns in den Abend hinein ein bisschen stabilisieren, können uns auch jetzt wieder stabilisieren. Aber dieser Bruch tiefer in Gold korrespondierte hier zeitgleich mit einem unglaublich starken US-Dollar. Was überhaupt gar nicht passt, ehrlich gesagt, weil wir wissen, oder wir gehen ja davon aus, dass Gold und der US-Dollar, dass die negativ zueinander korreliert sind. Jetzt gucken wir mal hier, jetzt sehen wir gegen 15 Uhr plötzlich einen starken Abverkauf im Euro. Also, und starker Abverkauf bedeutet an der Stelle, wir kommen von 1,16 und werden im Tief gehandelt bei 15,40. Also wir sind nochmal fast in den Bereich der Tiefs gelaufen. Wir hatten ein bärisches Bild für den Euro skizziert, aber gesamt macht das in Anführungsstrichen nur wenig Sinn. Oder beziehungsweise du denkst dir an der Stelle jetzt irgendwas, also das sieht seltsam aus. Einerseits haben wir einen Euro, der eigentlich durch anziehende Zinsen, besonders deutscher Bundestitel, eher attraktiver wird. Wir haben zeitgleich, ich will das auch mal ganz kurz hier zeigen,
Das sind jetzt die 10-jährigen Zinsen. Wir sehen zeitgleich eigentlich 10-jährige US-Zinsen. Wir gehen mal kurz auf den 29. hier, so 15 Uhr, Pi mal Daumen. Kommen wir von 1,6%, also das ist dieselbe Zeit, ne? Guckt auf den Zeitstempel da unten, droppen, werden hier im Tief abends gehandelt bei 1,53%, also deutlich unter 1,6%, während eigentlich hier 10-jährige deutsche Schuldtitel zeitgleich zur selben Zeit. Also wir sehen zwar auch hier ein leichtes Überrollen, aber initial 15 Uhr sehen wir erstmal einen Spike auf der Oberseite und wir kommen von minus 0,65% und finden in Anführungsstrichen so einen Boden gegen minus 0,11 ungefähr. Also das sind roundabout vier, vielleicht fünf Basispunkte, die hier am 10-jährigen Zinsen unter Druck geraten, während zeitgleich hier wir von Niveaus kommen, da sind wir bei 8, 9 Basispunkten. Jetzt würde man sagen, na gut, die Differenz ist nicht besonders hoch. Naja, aber sie ist zum einen in einem der liquidesten und tiefsten Märkte der Welt erkennbar und da sind das Riesenbewegungen, plus sie ist ungünstiger für den US-Dollar. Also das heißt, eigentlich erwarte ich aus dieser Entwicklung, wenn ich das jetzt rein aus der mathematischen Perspektive betrachte, erwarte eigentlich eher, dass Euro-US-Dollar stabil bleibt, beziehungsweise wenn, erwarte ich, dass der Euro zum US-Dollar leicht anzieht. Aber das tut er nicht, ganz im Gegenteil, sondern er wird regelrecht ausverkauft. Wir haben über 1% verloren hier am Freitag. Und wenn ich das jetzt im Gesamtkontext sehe, dann stimmt irgendwas nicht. Also das ist das, worauf ich hinaus will. Irgendwas passt hier nicht. Das sind Widersprüche, die auftreten. Natürlich, das sind nicht in Stein gemeißelte Korrelationen, aber im Gesamtkontext sind das so viele Zufälle, die da zusammenkommen, die irgendwo darauf hindeuten, dass hier was nicht passt. Und wenn wir dann, wie gesagt, solche Betrachtungen sehen, wie beispielsweise hier 10-jährige Zinsen abzüglich der Inflation, also Realverzinsung, beziehungsweise hier in diesem Zusammenhang, diesen zunehmenden Knick, der sich jetzt auch dann entsprechend in den veröffentlichten Zahlen widerspiegelt und allen zugänglich sind. Das heißt also, dass hier die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes potenziell beginnt anzuziehen, weil die Leute anfangen, ihr Geld von den Konten abzuräumen und entsprechend in die Wirtschaft zu tragen. Und dann, oh, Verzeihung, anderen hier. Und dann stolper ich über solch eine Grafik. Und was sehen wir an der Stelle? Eine sehr interessante Betrachtung. Das ist der Dezemberkontrakt 21, hier von Barchart einmal eingefangen. Und er zeigt an, dass wir innerhalb von 60 Minuten am Freitag, und da kommen wir jetzt nämlich zu, also wir müssen ganz kurz die Brücke schlagen. Verzeihung, ich bin ein bisschen schnell gewesen. Also Euro-US-Dollar hatten wir jetzt. Eigentlich Euro sollte anziehen, US-Dollar zieht an. Also Nachfrage nach einem liquiden Hafen in Anführungsstrichen, potenzielle Risikoaversion bzw. Flucht aus dem Euro. Flucht, halt nicht übertreiben, aber zumindest mal Kapitalabflüsse, die erkennbar sind und die im Gesamtkontext irgendwie seltsam anmuten. Vielleicht, natürlich, jetzt, wenn ich jetzt das vortragen würde, dann würde jetzt ein erfahrener FX-Trader sagen, naja, aber Jens, guck mal, nicht Quartalsende, aber Monatsschluss, ne? Wir haben potenzielles FX-Rebalancing, was stattfindet. Freitag war der letzte Handelstag im Monat. Wir wissen an der Stelle, eventuell ist besonders eine Nachfrage nach US-Dollar gegeben, beispielsweise aus größeren, besseren Wachstumsaussichten für US-Aktien zum Beispiel, beziehungsweise Reallokationen, die stattfinden, beziehungsweise ein Adjustieren jeweiliger Fremdwährungsportfolios zum Beispiel durch entsprechende Portfolio-Manager und dergleichen. Das kann sicherlich alles ins Feld geführt werden, aber im Hinblick auf Gold passt das eben dahingehend nicht, weil ein solcher Zufluss in Gold, der sollte sich nicht in einem solchen Ausverkauf hier widerspiegeln, beziehungsweise in einem derart starken Anstieg des Volumens. Also nochmal, wir haben gerade in dieser Grafik gesehen, wir bleiben jetzt mal in dem Chart. Diese Stundenkerze hier, dieser Break von 97 bis dann, wo wir im Tief gehandelt werden, bei 77 ungefähr, also 20 Dollar mehr als 1%, die Gold verliert. Es korrespondiert mit dem Abstoßen von 60 Millionen Unzen. Hier nochmal ganz kurz in die Grafik rein. 60 Millionen Unzen Papiergold innerhalb von 60 Minuten. Um das mal einzuordnen, ich gucke mal ganz kurz, ob er das hier auch reinschreibt. Das ist der Jahresumsatz von Newmont. Newmont ist die Firma, die neben Barrick Gold, Newmont, das ist der größte Goldproduzent der Welt. Newmont Gold. Newmont Corporation. Mal gucken, ob wir auch vielleicht da. Moment. Hier ist ein deutscher Artikel. So. Ist ein amerikanisches Bergbauunternehmen aus Denver. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P. Newmont Mining ist der zweitgrößte, okay, der zweitgrößte der Welt und betreibt Bergwerke in Kanada, Bolivien, Australien, Ghana und so weiter und so weiter und so weiter. Also
Um das einfach mal einzuordnen, größenordnungstechnisch, was hier am Papiergold gelaufen ist innerhalb von einer Stunde, das war der Jahresumsatz, der bei Newman in Anführungsstrichen abgebaut wird. Ich will das nicht überbewerten, ja, auch hier, aber der Gesamtkontext, der fängt an, doch irgendwie sehr seltsam anzumuten. Also, wenn ich solche Entwicklungen sehe, dann muss ich gestehen, ist das im Gesamtkontext doch besorgniserregend, so möchte ich es mal nennen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt erste Indizien sind, die darauf hindeuten, dass die kommenden Wochen, Monate eventuell ziemlich potenziell turbulent werden. Und dass wir hier auch sehen, dass erste aggressivere Gegenmaßnahmen vielleicht ergriffen werden. Und man sieht auch, wir haben auf diesen Flush auf der Unterseite, diesen Abgabedruck hier, relativ, also zügig nicht, aber zumindest jetzt, wir erholen uns doch wieder recht deutlich. Also wir handeln wieder roundabout bei den Ausgangsniveaus eigentlich, 7,87, also handeln wieder entsprechend höher. Mal gucken, wie lange sich diese potenzielle Manipulation des Marktes, des Goldpreises hier an der Stelle aufrechterhalten wird können. Auch beispielsweise Minentitel, wie beispielsweise Newmont oder auch beispielsweise Barrick Gold, haben am Freitag sehr, sehr starken Abgabedruck gesehen. Performen wieder wirklich extraordinär schwach, ehrlich gesagt. Besonders auch in Relation zu der aktuellen Performance von Gold. Gold hält sich ja sehr wacker, ehrlich gesagt. Wenn auch der bullische Breakout noch auf sich warten lässt, hier über die 1835. Aber unterm Strich ist das immer noch eine relativ solide Performance. Wenn wir da mit einem, man sagt Lag, mit einer Verzögerung, früher oder später eine Aufwärtsbewegung sehen, in dem Fall dann von Newman oder beispielsweise auch Barrick, könnte ich mir vorstellen, dass da relativ zügig, kurzfristig sehr starke Nachfrage auf den Weg gebracht wird. Sollte ich mit dieser Einschätzung aktuell recht behalten, die wir dort zu sehen bekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also eine Entwicklung, die irgendwie vorne und hinten nicht zusammenpasst. Man wird es wahrscheinlich, wenn man es in der Finanzberichterstattung irgendwie aufbereitet sieht, wird man wahrscheinlich Argumente dahingehend finden, dass man sagt, naja, es war nicht Quartalsschluss, Monatsschluss, FX Rebalancing. Ich hatte dazu ja mal einen Blogartikel geschrieben. Ich stelle auch mal den Link danach hier unter dieses Video ein. Kann man sich das nochmal anschauen. Wir haben in dieser Konstellation also eigentlich ein Umfeld, da sind solche, sagen wir mal, irrationalen Bewegungen durchaus erkennbar. Aber wenn man das im großen Kontext betrachtet und die aktuell sich jetzt wieder abzeichnenden auch Entwicklungen, beispielsweise im Hinblick auf zunehmende Inzidenzen, vielleicht diese bewusste Wiederherbeigeführung der Emotionalisierung, man weiß es nicht, aber man erkennt durchaus, dass man ja seitens der Politik offensichtlich von nichts mehr zurücksteht. Also hierzulande schon gar nicht, aber ich glaube auch in Österreich die Situation mittlerweile wirklich besorgniserregend, möchte man fast sagen, was dort für ein Sprech, so nenne ich ihn jetzt mal, angeschlagen wird. Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwas scheint irgendwie im Argen zu liegen. Nochmal, vielleicht überbewerte ich das dergleichen, aber nichtsdestotrotz dieser, vielleicht nennen wir ihn mal Ketchup-Effekt. Ich fand das Bild aber unglaublich gut, deswegen nehme ich mir, bediene ich mich jetzt hier mal dieser Beschreibung von Krall an der Stelle, die er mal gewählt hatte in einem Vortrag oder einem Interview. Ich weiß es gar nicht genau, wo ich das gelesen hatte. Auf jeden Fall könnte das durchaus sein, dass das. Sie beginnt jetzt zu verselbstständigen und dass demnach nicht nur die Einschläge näher kommen, sondern dass eventuell auch die Maßnahmen zwecks Erhalt dieses Schneeballsystems, nichts anderes ist der Euro, unser gesamtes Finanzsystem ist ein Schneeballsystem, dass dieser eben, dass man beginnt, alle Register zu ziehen. Und da werden die mit Sicherheit auch nicht davor zurückschrecken, in irgendeiner Form, sehr hart formuliert, aber über Leichen zu gehen, so möchte ich es mal nennen. Ja, wie auch immer das gehandelt. Das heißt jetzt nicht, dass die da weiß ich nicht, irgendwelche Guerillas oder dergleichen durch die Städte und dann anfangen, irgendwie die Ungeimpften zu massakrieren. Ja, so ist das nicht gemeint. Aber zumindest mal, dass man irgendwie versucht, hier zumindest diesen potenziellen sich beschleunigenden Effekt abzuschwächen jedenfalls und eventuell dort den Zugang zu Einrichtungen, die in irgendeiner Form das Risiko beinhalten, Geld ins System zu pumpen, eben irgendwie davon abzuhalten, den Weg in den Wirtschaftskreislauf zu finden, beziehungsweise die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes eben zu erhöhen. Und ja, also das ist etwas, wie gesagt, das hat sich ausgehend von diesen diversen Bausteinen, die sich da heute Morgen begonnen haben, irgendwie aufzutürmen, hat sich das entsprechend eben gezeigt. Jetzt wird die Frage aufkommen, logischerweise, kann ich mich darauf irgendwie vorbereiten? Naja, also habe ich bis jetzt in der Form so noch nicht erlebt. Ergo wird es wahrscheinlich jetzt auch relativ schwierig, da eine vollumfängliche Idee zu formulieren. Aber ich glaube, eine gute Idee wäre zumindest mal irgendwie physische Gegenstände vorrätig zu haben an der Stelle, um sich für die vielleicht abzeichnenden, für die massiv abzeichnende Volatilität vielleicht auch jetzt nicht zwangsläufig in den Jahresschluss hinein, sondern vielleicht den Beginn des nächsten Jahres zu positionieren. Kommen wir mal ganz kurz nochmal auf die Equity-Märkte zurück. An der Stelle kommen wir mal auf den S&P, beziehungsweise dann auch vielleicht auf Tesla zum Beispiel, auf diese Entwicklung.
Es heißt jetzt nicht, dass wir kurz vor dem großen Knall stehen. Es ist durchaus denkbar, dass besonders jetzt eine anziehende Inflationserwartung und entsprechend dann hier eine zunehmende Geschwindigkeit im Hinblick auf die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes dazu führt, dass wir vielleicht erst nochmal eine Squeeze auf der Oberseite sehen, die uns in Richtung 5000 Punkte im S&P führt. Also dass wir quasi einen vertikalen Kursanstieg zu sehen bekommen, der dann allerdings einen sehr, sehr scharfen Rücksetzer zu Beginn des kommenden Jahres zu sehen bekommt. Ähnliches vielleicht auch, was uns mit Tesla bevorsteht. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Also die Aktie, die geht ja weiter in Anführungsstrichen steil. Und auch hier würde ich sagen, also ich glaube, wir werden früher oder später werden wir eine Korrekturbewegung zu sehen bekommen, weil diese Nachfrage, dieses Chasing jetzt, dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out der Marktteilnehmer, ich glaube nicht, dass das von institutionellen Marktteilnehmern getragen wird. Und ich will auch ganz kurz erklären, warum, oder beziehungsweise von Portfolio-Managern. Das hat damit zu tun, ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar, der eine oder andere erinnert sich vielleicht daran. Das ist hier dieses Analyst-Sheet, welches ihr euch in der MarketsX-Plattform runterladen könnt. Und also, das ist, man muss eher aufs Datum gucken. Deswegen, die Daten sind noch nicht geupdatet. Ich gucke mal ganz kurz, steht das so oben? 31. Okay, es ist nochmal geupdatet worden. Ja, okay. Zeig kurz, wo man das findet. Tesla, wichtige Kennzahlen und hier findet man den Download-Button. Hier haben wir an der Stelle ein durchschnittliches Kursziel von 836,50 ungefähr. Das heißt, dieses Analysten ausgegebene Ziel, Kursziel von Analysten, das ist schon nach oben revidiert worden im Laufe der Zeit. Allerdings ist das noch nicht auf die Niveaus angepasst worden, die sich dann bei den auch Tier 1 Investmentbanken eben widerspiegeln. Also anders formuliert, zum Beispiel Morgan Stanley in diesem Zusammenhang sei genannt, einfach jetzt um einen Namen von Tier 1 Investmentbank herauszugreifen. Die haben die Aktie bereits auf 1200, 1250, glaube ich, als Kursziel ausgegeben auf der Oberseite. Verzeihung. In der Konstellation ist es jetzt so, dass wir, und da gucken wir mal, wo der Kurs jetzt aktuell eben steht. Wenn wir uns jetzt schon in Gefilden bewegen, oberhalb von 1100 US-Dollar, die Aktie, dann sehen wir einfach mal, dass diejenigen, welchen Marktteilnehmer, die aktuell noch Tesla underweight sind in ihrem Portfolio, um beispielsweise solch einen massiven Growth-Titel mit solchen Wachstumsaussichten und ausgehend hier ist durchaus realistisch davon auszugehen, dass Tesla auch fundamental gerechtfertigt, ausgehend von den jüngst veröffentlichten Zahlen, bis 1500 eher noch 2000 Dollar früher oder später steigen kann. Aber wir haben durch diesen Run jetzt auf der Oberseite und auch ausgehend von den neuen Kurszielen, die dort eben über den Ticker gelaufen sind, die immer noch verhältnismäßig konservativ anmuten, aber nichtsdestotrotz, an dem sich dann Portfolio-Manager sicherlich auch orientieren, haben wir einfach ein unattraktives Chance-Risiko-Verhältnis für die Long-Seite. Also wenn ich, anders formuliert, davon ausgehe, dass es irgendwann in der näheren Zukunft, innerhalb der nächsten 6 Monate vielleicht, mal zu einem Pull-In kommt in der Aktie und wir vielleicht sogar einen Retest hier dieser ehemaligen Allzeithochs zu sehen bekommen, vielleicht auch ein Stück weit tiefer korrigieren. Also das heißt, Gefilde 900, 880 Dollar, vielleicht ein Stück weit tiefer, vielleicht sogar in Richtung der 800er gefallen offen. Das wäre aber wirklich schon, man möchte fast sagen, Schnäppchen. Dann sieht man einfach, dass wir hier auf der Unterseite derzeit ein Korrekturpotenzial haben von mindestens 200, eher vielleicht sogar 300 Dollar, während auf der Oberseite bis zu diesem durchschnittlichen Kursziel von den Tier 1 Investmentbanken um 1252 Dollar eben nur noch 100, vielleicht 150 Dollar Potenzial aus der Perspektive eben anmuten. Sprich, Portfolio-Manager finden hier einfach Chance-Risiko-Verhältnis-technisch ein unattraktives Umfeld vor. Und das wiederum könnte dann durchaus dazu führen, dass wir eher über kurz als lang zunächst eine Korrekturbewegung eingeleitet sehen, die dann allerdings sich durch einen entsprechend scharfen bullischen Drive dann in den darüber hinausgehenden Zeitraum, also das heißt innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate eventuell dann darstellt, wo die Aktie Richtung 2000 Dollar und wahrscheinlich sogar höher vielleicht sogar durchziehen kann. Das Interessante jetzt an dieser Überlegung ist, dass wir natürlich nichtsdestotrotz dieses übergeordnete Umfeld und diesen Inflationsdruck jetzt hier berücksichtigen sollten, beziehungsweise eben die Sorge, dass es eben zu einer fortwährenden Entwertung entsprechend eben der Kaufkraft, also der Währung, der zugrunde liegenden Währung, beziehungsweise also ein Kaufkraftverlust, in dem Fall eben der US-Dollar kommt, die man im
Portfolio hat, beziehungsweise auf dem Konto eben liegen hat. Sprich anders, wenn diese Retail-Trader, die jetzt hier chasen, besonders das über Optionen tun zum Beispiel, also sprich etwas anders formuliert, Out-of-the-Money-Calls beispielsweise mit Strike 2000 oder dergleichen kaufen, davon ausgehen, dass Tesla innerhalb der nächsten zwei Wochen über 2000 Dollar steht und ihre Wette aufgeht und sie diese aktuelle Wette eben für ein, in Anführungsstrichen, Apfel und ein Ei abschließen, und dann entsprechend eben ein sogenanntes Delta-Hedging einsetzt, dynamisches Delta-Hedging seitens der Stillhalter, dann kann durchaus auch denkbar sein, dass wir in den kommenden Wochen bis in den Jahresschluss hinein auch hier noch eine Squeeze auf der Oberseite sehen, eine massive Übertreibung, die uns vielleicht 1.000 bis 1.500, 1.600 Dollar die Aktie führt. Das heißt also auch Hand in Hand geht mit so einer Übertreibungs-Squeeze eben tatsächlich im S&P und dass dann allerdings irgendwann so ein Rollover-Moment kommt, besonders zu Beginn des kommenden Jahres, wo wir dann einen sehr, sehr scharfen Rücksetzer eben tatsächlich erwarten können. Also alles, was ich gerade skizziert habe, auch wenn das sehr spekulativ anmutet im ersten Moment, aber sind wir ganz ehrlich, irgendwie, also der Wahnsinn, der kennt mittlerweile kaum noch Grenzen, ja, und auch wenn der ein oder andere sich denkt, Mensch, der Jens hat bis dato eigentlich immer so einen recht rationalen Eindruck gemacht und jetzt kommt er da mit solchen Räuberpistolen um die Ecke, also ich finde es selber seltsam, ehrlich gesagt, was ich da teilweise für manchmal Gedanken konzipiere, aber ich sage das schon am Freitag, ich meine das auch ernst, die Boshaftigkeit der uns Regierenden kennt offenkundig keine Grenzen, auch die Skrupellosigkeit, mit der dort agiert wird, und deswegen glaube ich, tut man nicht unbedingt schlechter dran, auch dieses mit in Betracht zu ziehen. Ja, das zieht einen im übertragenen Sinne runter, deswegen muss man sich das immer so ein bisschen auch distanziert betrachten, besonders als guter Mensch, in Anführungsstrichen, als jemand, der eigentlich nur das Positive, das Gute in Menschen eben sieht, aber wir müssen uns vor Augen führen, dass wir eben von sehr, sehr dunklen Gestalten offensichtlich regiert werden, die uns lange Zeit eine Illusion aufrechterhalten haben, wo jetzt eben die Fassade beginnt zu bröckeln, wo wir erkennen, nehmen wir es jetzt mal sehr plump gesprochen, aber zum Beispiel Inflation, die ist nicht vorübergehend, dass die auch nicht wissen, wovon sie sprechen, das machen sie ja auch nicht nur, das macht sich ja nicht nur bemerkbar in grundsätzlich politischen Äußerungen, sondern eben beispielsweise auch bei Zentralbankern, deren Aussichten, die sie eben konzipiert haben und dergleichen. Viele Skeptiker, die häufig und lange Zeit diffamiert worden sind, die sehen sich jetzt an dieser Stelle eben bestätigt, wenn sie eben diese Inkompetenz diesen Politikern oder den Zentralbankern unterstellt haben. Aber davon können wir uns alles nichts kaufen. Fakt ist jetzt darauf, sich entsprechend vorzubereiten und Szenarien zu skizzieren, eine vielleicht Range an Szenarien. Das muss ja nicht so dramatisch böse kommen, wie ich es gerade skizziert habe, aber es ist durchaus vielleicht als Worst-Case-Szenario eventuell durchaus im Hinterkopf behaltend, was für die Bullen allerdings kurzfristig jedenfalls bullisch wäre. Da kommen wir nämlich jetzt zum Trading-Bild, dass wir eben dieses Squeeze-Potenzial zunächst haben, dass allerdings dann der scharfe Rücksetzer eben zu Beginn des kommenden Jahres kommt. Also die Jahresendrallye, die könnte durchaus noch weitergetragen werden. Die aktuell bullischen Vorgaben, also die wir jetzt in dem Fall jetzt hier bei Tesla wahrscheinlich dahingehend sehen werden, dass wir, ich gucke mal ganz kurz, wo wir in der Vorbörse sind, aber ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn wir damit einem Gap-Up eröffnen würden. Gucken wir mal ganz kurz, was sind wir denn hier, Tesla? Ich wollte gerade sagen, 1150, ja. 1144 stehen wir jetzt aktuell. Also hier war der Schlusskurs am Freitag. So, 1113, das ist der, den ihr hier zu sehen bekommt. Oh, Verzeihung, muss ich das aufmachen? Ja, sind wir? Tesla, Tesla, Tesla. Tesla, Tesla, Tesla. Tesla, Tesla, Tesla. Da. 1113, darum. 1111. So, handeln wir wieder 30 Dollar höher, 1144 aktuell. Also es kann durchaus sein, dass sich dieser Chase noch weiter fortsetzt. Sicherlich kurzfristig mal schärfere Rücksetzer, aber vielleicht schärfere Rücksetzer im Sinne von, dass wir Intraday mal schärfere Rücksetzer sehen. Aber wir sollten auf jeden Fall hier uns vorsehen, dieser emotionale oder dieser sehr gierige Modus, besonders der sich hier in Tesla besonders herauskristallisiert, auch wenn er noch so übertrieben anmutet und er sicherlich auch ist, bei genauerer Betrachtung, Chance-Risiko-Verhältnis technisch, wir sollten uns nicht diesem irrationalen Modus gerade entgegenstellen. Also wir sollten eher auf klare Signale warten, dass der Markt vielleicht zu einer tieferen Korrektur ansetzt. Wir hatten Anzeichen davon. Nehmen wir mal ganz kurz hier die Entwicklung zum Beispiel, die wir zu sehen bekommen haben letzte Woche am, das war Dienstag, ne? Hier, mal kurz gucken, 26. oder Mittwoch war es. Guck mal eben. Dienstag war es, genau. So. Wo wir diese Trendlinie hier gebrochen hatten, und es jetzt danach aussah, wird es jetzt etwas, in Anführungsstrichen, mit einer vielleicht tieferen Korrektur. Wir konnten die 1000 zunächst halten, die war allerdings dann am Mittwoch auch eine Inflection entsprechend für den Handel. Ja, und stattdessen, wir haben diese Niveaus eben hier nochmal attackiert, haben wir tatsächlich dann besonders hier am
Na? Mittwoch. Mittwoch ist der Tag, der in Dienstag kommt. Am Mittwoch, beziehungsweise besonders am Donnerstag, eben gezeigt, dass offensichtlich diese Bewegung zunächst gekommen ist, um zu bleiben. Sehr, sehr starker Wochenschluss. Bedeutet also etwas anders formuliert. Das war der einzige potenzielle Short Trade, der sich eben hier in irgendeiner Form herauskristallisiert hat. Und wir sollten warten, bis ein nächstes solch klares Signal geliefert ist, wie scharf solche Rücksetzer sein können. Das haben andere Momentum-Titel gezeigt, die so weit dann auf der Oberseite gelaufen sind. Wir erinnern uns zum Beispiel an Moderna. Moderna deswegen auch interessant. Da blicken wir dann morgen vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drauf. Zwecks Earnings-Kalender, der nämlich recht voll ist diese Woche, aber wir haben heute nicht so viel Spektakuläres aus der Perspektive, weswegen wir uns hier tatsächlich dann morgen auf den hauptsächlich konzentrieren. Da schauen wir uns mal Pfizer an, vorbörslich die berichten. Wir haben Zillow, da bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so spannend ist eben tatsächlich. Besonders interessant wird es aber dann hier in der zweiten Hälfte, besonders ab Mittwoch nachbörslich, Roku, Qualcomm, Skills, Fastly, Etsy, das sind High-Beta-Stocks, die auch einiges an Volatilität dann durchaus für den darauf folgenden Handelstag und auch dann vielleicht in den Wochenschluss beinhalten. Vorbörslich am Donnerstag Moderna. Wir haben auch da beispielsweise Novavax mit Zahlen, die veröffentlicht werden. Novavax hat jetzt, ist auch deswegen interessant, weil Novavax potenziell nach seinem Sell-off, den die Aktie hingelegt hat, Richtung 115 Dollar, glaube ich, sogar im Tief gehandelt, sieht jetzt eine sehr starke Gegenbewegung, weil die dann doch ausgehend von diesen Vorwürfe waren es nicht. Also es hieß, das ist verunreinigt die Impfstoffe, die sind nicht, entsprechen nicht den Reinheitsgebot, in Anführungsstrichen, das benötigt wird. Ich glaube, das war so unterm Strich das, was man hat herauslesen können aus dem, was dort seitens der FDA bemängelt worden ist. Ich habe mit einem Pharmazeuten in dem Zusammenhang gesprochen, der hat gesagt, ich kann mich da nur darüber kaputt lachen, weil die haben nämlich 8, 9 verschiedene Produktionsstätten und jetzt nehmen die eine raus, sehen etwas, was übrigens auch, wenn man sich diesen Bericht genauer anschaut, was ich natürlich nicht richtig lesen kann, weil ich kein Pharmazeut bin, aber jemand, der sich damit auskennt, der sagt, das sind Verunreinigungen, die da festgestellt worden sind. Also da zeigt sich, da hat irgendjemand einfach ja, schlecht gearbeitet, in Anführungsstrichen, also seitens des Gutachters, beziehungsweise es ist haltlos. Und das macht sich, glaube ich, auch in der Kursentwicklung gerade bei Novavax bemerkbar. Die Aktie hat nämlich von diesen Niveaus, können wir mal ganz kurz mal drauf schauen hier, hat die nämlich, also hier, oh, da kommt es auch. Mittlerweile stehen wir bei 160. Hier, da kam diese News über den Ticker, das war am 20. Oktober. Da sind wir im Tief gehandelt von bei 114 und jetzt ist die Aktie handelt wieder bei über 30% höher. Also hier hat sich herauskristallisiert, das ist eine potenzielle Bodenbildung. Hier dieser Push auf der Oberseite letzte Woche, Zulassungsantrag in Großbritannien. Jetzt haben die einen Zulassungsantrag noch in Australien gestellt. Keine Ahnung, was jetzt über den Ticker gelaufen ist. Aber die Aktie, also die nimmt jetzt Kurs wieder mindestens auf die Region hier um 160, mit dem Schluss drüber sogar. Potenzial noch weit, weit höher zu laufen, vielleicht sogar zurück über 200. Potenzieller Highflyer, vielleicht auch im Biotech-Bereich, beziehungsweise im Impfstoffbereich, durch eben die sich jetzt herauskristallisierende Zulassung, die dort zeitnah erfolgen dürfte und eventuell sich dann als sogenannte Booster-Impfung ja dann abzeichnet. Also, wie auch immer geartet, also Novavax auf jeden Fall durchaus interessant, dann auch am Donnerstag, sagte ich, genau. Donnerstag eben hinsichtlich der Earnings ganz interessant. Vielleicht sogar mit, also durchschnittliches Analystenkursziel, wenn ich das richtig hier sehen hatte, glaube ich, bei 275 Dollar oder dergleichen. Aus diesen Gefilden hier unten, also mehr als eine Verdopplung des Kursniveaus. Natürlich immer zu fragen, wann haben die Analyse gestellt und dergleichen. Aber durchaus auch ein Titel, der auch mal vorbörslich im Biotech-Bereich interessant sein könnte. Wie kommen wir jetzt drauf? Ganz kurz zurück, Stichwort Tesla. Verzeihung, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Moderna hatte einen ähnlichen absurden Lauf hingelegt gehabt. Absurd, naja, wir wollen es nicht übertreiben. Aber dieser Hype, der stattgefunden hat, Aufnahme in den S&P 500 und dergleichen, einen ähnlich vertikalen Kursanstieg, Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden gehabt, nee, rund 200 Milliarden, Verzeihung, hier in diesem Bereich und dann um 500 ausgetoppt und dann kam eben dieser scharfe Rücksetzer, der sich herauskristallisiert hat. Das könnte vielleicht auch ein Indiz dafür liefern, was da für Tesla anstehen könnte, sofern es denn zu einer Korrektur kommt. Also wir müssen uns immer vor Augen führen, wenn du von 500 Dollar hier eine Korrektur siehst, in der Größenordnung dann von 150 Dollar, da sind wir bei fast 30% Korrektur. Also ne, das ist durchaus oder ziemlich rund sogar. Im Tief sind wir, glaube ich, haben wir eine 30-prozentige Korrektur gesehen. Wenn wir diesen scharfen Rücksetzer, der sich dann auch in einer sehr starken Intraday-Short-Abwärtsstruktur hier herauskristallisiert hat,
wenn wir den für Tesla zum Beispiel anschlagen, auch wenn die natürlich in verschiedenen Geschäftsbereichen unterwegs sind und dergleichen und die Wachstumsaussichten nicht annähernd, also vergleichbar sind, derzeit jedenfalls, also Tesla ist da spielt in seiner eigenen Liga, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Aktie mindestens 20% korrigierte von solchen Niveaus um 1.100 Dollar, vielleicht um 1.200 Dollar, dann sehen wir ein Korrekturpotenzial von 200, 240, 250 Dollar ungefähr, die die Aktie haben könnte und wo man vielleicht auch dann antizyklisch sich durchaus bei klar abzeichnenden Signalen eventuell in einem Short Trade wiederfinden könnte, auch wenn ich es nicht empfehlen würde, ehrlich gesagt. Also das ist nur was für die fortgeschrittene Variante, fortgeschrittenere Trader an der Stelle. Es ist ein weiterhin sehr, sehr irrationales Marktumfeld mit diesem Mega-Squeeze-Potenzial auf der Oberseite und ja, also durchaus etwas, was mit Vorsicht genossen werden sollte, sofern man es überhaupt in Betracht zieht und wenn, dann eher mit reduzierter Positionsgröße hier entsprechend agieren sollte. So, ja, also ich habe jetzt gerade eben festgestellt, Gold hatte ich jetzt noch nicht weiter was zu gesagt im Sinne von potenzielles Trading-Setup. Schlüssellevel aktuell, das ist so der Bereich, wo dieser Flashout begann, 1790 würde ich sagen. Wenn wir drüber schließen, dann würde nochmal dieses bullische Szenario beginnen, eine Rolle zu spielen. Attacke früher oder später, vielleicht potenzieller Break über 810 bzw. 813 und darüber dann eben diese Widerstandsregion 835 etwa hier. Mit Breakout-Potenzial höher, vorausgesetzt natürlich, man sieht sich nicht diesem Gegenwind eben seitens der Bullion Banks bzw. der Comex gegenüber, die dann eben solch einem Aufstreben, Aufwärtsstreben in Gold eben sich entgegenstellen würden. Wie gesagt, eine relativ starke Vorstellung, besonders vor dem Hintergrund der jüngsten US-Dollar-Stärke. Ja, und jetzt gucke ich gerade auf die Uhr, ich glaube, jetzt neigen wir uns langsam dem Ende. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz in die Chatbox, einen Augenblick. Okay. Okay. Da kann ich dir gerade nicht weiterhelfen, Martin. Ich habe also bei Markets primär ausschließlich eigentlich die MarketsX-Plattform. Also du verweist auf den MT4, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Also vielleicht schreib mal die Elena diesbezüglich an. Mehr kann ich an der Stelle kann ich nicht sagen. Also da habe ich überhaupt keinen Überblick darüber, über eventuelle Unsicherheiten. Aber wie gesagt, Stichwort Zeitumstellung und dergleichen, die jetzt gerade stattfindet, ganz wichtig. Übrigens, fast vergessen, Gott. Wir haben jetzt Winterzeit, die allerdings erst in den USA nächste Woche ist. US-Handel heute ab 14.30 Uhr schon, also eine Stunde früher als gewohnt, das jetzt für eine Woche. Ja, das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Nicht, dass man sich jetzt irgendwie wundert, warum der Handel schon da im Streifchen anfängt. Also das bitte berücksichtigen an dieser Stelle. Ja, also gerne mal die Elena anschreiben. Wie gesagt, da bin ich jetzt gerade überfordert, da kann ich nichts für sagen an der Stelle. Ja, davon ist auszugehen. Davon ist tatsächlich auszugehen. Also Martin schreibt noch Ungeimpfte, respektive Ungenesene wird es in Zukunft nicht mehr geben. Entweder sind genesen oder verstorben. Früher oder später gibt es nur noch 2G-Menschen auf der Erde. Ich vermute, wir werden nur noch 1G sein. Was ja auch ehrlich gesprochen, also man sollte, wie gesagt, das mal weniger politisch betrachten, sondern mal aus den Entwicklungen in der Vergangenheit und wie sich solche globalen Impfkampagnen zum Beispiel dargestellt haben. Ja? Es ist ja nicht per se schlecht, also ganz im Gegenteil. Eine Impfung ist was sehr, sehr Vorteilhaftes. Nur was die Politik daraus macht und wie sie eben ausgehend hiervon eben ihren Machtanspruch eben versucht, aus dieser Krise, aus dieser globalen Krise eben für sich Kapital zu schlagen und ihre Machtposition eben zu festigen, beziehungsweise entsprechend totalitäre Strukturen zu etablieren, das ist etwas, was sehr, sehr bedrohlich ist und losgelöst aber davon betrachtet werden sollte. Das ist nochmal, das sagte ich auch schon am Freitag, ich sage es jetzt nochmal final, es ist ganz wichtig, das losgelöst voneinander zu betrachten. Eine medizinische Entscheidung sollte nicht ausgehend von irgendeiner Aversion gegen politische Entscheidungen getroffen werden. Das eine ist losgelöst von dem anderen zu betrachten. Das eine komplett auszublenden, sprich Politik, ja, und sich dann zu konzentrieren auf die Gesundheitsfrage und in diesem Zusammenhang eben mit einer Vertrauensperson zu sprechen, mit einem Arzt, mit jemandem, der die Gesundheitsgeschichte desjenigen, welchen kennt und ausgehend hiervon eben dann einen Rat aussprechen kann, wie man sich entsprechend verhalten soll, beziehungsweise was sich eignet, um entsprechend eben sich dieser Situation zu stellen, ja, so sagen wir es jetzt einfach mal.
So, okay. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wie gesagt, rein spekulativ erstmal, aber nochmal etwas, was genauer beobachtet werden sollte. Ja, also habt das definitiv im Auge. Kurzfristig stark bullish für Equities, meiner Einschätzung nach, sollte sich diese besorgniserregende Tendenz hier bewahrheiten, weil die Leute werden ihre Gelder in Anführungsstrichen von ihrem nicht zinsabwerfenden Privatkonto abziehen und folglich versuchen, an allen Ecken und Enden zu investieren. Sie werden auch potenziell vielleicht sogar wenig Nachfrage treffen. Ja, ich meine, ist sicherlich eine tolle Idee zu sagen, jetzt, okay, jetzt sind die Anzeichen einfach ganz klar. Jetzt kann ich jetzt mal auch im Hinblick auf meine Immobilie zum Beispiel investieren. Versuch mal jetzt einen Handwerker zu bekommen, der dir Fußboden verlegt, der dir die Heizung macht oder der von mir aus die Wände streicht. Also ich glaube, da wird man aktuell einen ziemlichen Nachfrageüberhang im Handwerk eben sehen. Demnach wird vielleicht dann irgendwann die Verzweiflung so groß, dass selbst konservative Anleger sagen, ja gut, dann ab in Aktien. Irgendwie in Edelmetalle, also physische Nachfrage, vielleicht schafft man es, den Papierpreis unter Druck zu halten, aber eben die physische Nachfrage und dann entsprechend die Preise, die man dann bei Goldhändlern, Edelmetallhändlern generell sieht, schießt durch die Decke und sagt, das spiegelt gar nicht das wider, was ich im Markt sehe. Das hat aber nichts zwangsläufig damit zu tun, dass man versucht, irgendwie hier seitens der Edelmetallhändler, der physischen Edelmetallhändler, den Endverbraucher über den Tisch zu ziehen, sondern eher, dass das eher den Markt abbildet als das, was wir im Papiermarkt zu sehen bekommen. Ja, und wie gesagt, Aktien auch. Das ist kurzfristig definitiv bullish, aber die hinausgehenden Turbulenzen, die entstehen könnten, sind durchaus in der Lage, zwar kurzfristig die Longseite massiv zu befeuern, aber dann auch kurzfristig dann oder mittelfristiger eben scharfe Korrekturbewegungen eben auf den Weg zu bringen. Das ist durchaus etwas, sollte man, wie gesagt, so ein bisschen im Hinterkopf halten, einen potenziellen Gameplan für sich eben entsprechend skizzieren. Ja, hat euch das Video gefallen? Lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder gemeinsam hier mit Markets zum Morning Meeting. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dann. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.